Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und am 24. Juni gab es tatsächlich im Bundestag in der allerletzten Sitzung doch noch einige, vielleicht auch wegweisende Entscheidungen rund um energiewirtschaftliche Themen. Heute soll es vor allem um die Entscheidung rund um den Smart Meter Rollout gehen, der ja in den letzten Wochen und Monaten eine extreme rechtliche Unsicherheit hatte, wegen eben dieser einen Entscheidung von dem Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen. Dazu haben wir ja damals das Video gemacht, Smart Meter Rollout gestoppt, Fragezeichen. Und mittlerweile gibt es dazu eine Klärung, aber insgesamt gab es doch noch einige weitere Themen, unter anderem das Umweltstatistikgesetz, das Bundesklimaschutzgesetz, was ja auch, dazu haben wir auch ein Video gemacht, so nicht weiterlaufen durfte wie vorher. Dann gab es was zum Bundesemissionsschutzgesetz, was ja für den Anlagenbau zum Beispiel wichtig ist. EEG-Verordnung vor allem, das heißt die EEV und die Carbon Leakage-Verordnung aus dem Brennstoff-Emissionshandelsbereich. Es gab also durchaus einige Anpassungen und wenn man sich beim Bundestag den groben Artikel dazu anschaut, dann kann man so ein bisschen runterscrollen und findet dann schlussendlich auch den Punkt Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur. Und jetzt liest man so Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur und denkt sich dabei nichts Böses, aber genau da geht es dann auch um den Smart Meter Rollout, nämlich ist es hier eigentlich Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben, Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht. Ah, im Energiewirtschaftsrecht. Es gibt hier nämlich einige Anpassungen im Energiewirtschaftsrecht, die in diesem Gesetz drin liegen. Und hier immer ganz wichtig, wenn man sich sowas anschaut, das ist ja denkbar komplex, aber es geht noch weiter. Beschloss der Bundestag in der vom Wirtschafts- und Energieausschuss geänderten Fassung. Das heißt, wenn man sich jetzt die Änderungen anschauen will, muss man den Gesetzesentwurf und die Änderungsfassungen vom Wirtschaftsausschuss öffnen. Und das machen wir natürlich. So, dann gehen wir hier rein. Dann haben wir einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht. Wir haben zum Thema Wasserstoff auch schon mal ein Video gemacht. Hier gibt es dann aber, und das fällt dann relativ schnell auf, mehrere Artikel. Das ist ein Artikelgesetz. Und da wird es dann nämlich interessant. Ein Artikelgesetz ändert nämlich immer mehrere Gesetze oder Verordnungen. Und der Artikel 1, der betrifft hier eben das Energiewirtschaftsgesetz, wo es dann vor allem um eben die Wasserstoffregulierung geht. Und wenn man dann noch so ein bisschen weiter scrollt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt klug ist, einfach so runter zu scrollen oder ob ich nicht nach Artikel einfach suchen sollte, dann kommen wir nämlich dann auch zu den nächsten Punkten. Die dürfen hier halbwegs fett gedruckt sein. Da kommen wir bestimmt gleich dazu. Moment noch. Ach, herrje, es dauert das doch hier eine ganze Weile. Ihr werdet nämlich merken, es gibt da doch einige Anpassungen, vor allem rund um eben das Einbringen des Wasserstoffs als ja fast schon eigene Sparte innerhalb der Energiewirtschaft, aber dann doch sehr daran orientiert, was wir bisher in der Erdgasversorgung schon hatten. Genau, da kommen wir zum Artikel 2, weitere Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, die sich eben hier nicht unbedingt direkt am Thema Wasserstoff entwickeln. Da gibt es ein bisschen was rund um EEG, KWK, kalkulatorische Kosten und Co. Das ist also der Redispatch-Kontext, den wir ja auch noch kennen. Änderung des Bundesnetzagenturgesetzes, da gibt es nur eine kleine Anpassung. Änderung der Gasnetzentgeltverordnung, dann der Stromnetzentgeltverordnung, Stromnetzzugangsverordnung, da entfallen ein paar Punkte. Kann man sich alles im Detail dann auch durchschauen, wenn man da entsprechend Lust drauf hat. Anreizregulierungsverordnung, Gasnetzzugangsverordnung, abschaltbare Lasten und dann Artikel 10, Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes. Und wenn wir uns mit dem Smart Meter Rollout und Co. beschäftigen wollen, dann geht es natürlich um das Messstellenbetriebsgesetz. Oder wie es korrekt heißt, Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen 1. So hier zumindest bei Gesetz im Internet.de. Was ist jetzt hier im Gesetzesentwurf selbst? Da gibt es verschiedene kleinere Anpassungen, zum Beispiel die Definition des Anlagenbetreibers ist hier nochmal mit aufgenommen worden. Dann redaktionelle Anpassungen wie Elektrofahrzeugnutzer, es ist ein Elektromobilnutzer. Hier gibt es eine Anpassung, der Paragraph 53 wurde zwischenzeitlich schon mal wegen einer EU-Richtlinie angepasst, deswegen gibt es Absatz 1 Nummer 1 nicht mehr, das heißt es ist einfach nur 53. Das wird hier an mehreren Stellen gemacht. Das sind erstmal nur redaktionelle Anpassungen. Da passiert noch nicht so viel. Dann so leichtere inhaltliche Anpassungen, dass an bestimmten Stellen einfach die Marktrollen nochmal klarer und logischer formuliert werden, das ist alles noch nicht aufregend. Dann kommt hier ein Punkt, der ist nicht ganz uninteressant. Und zwar, dass im Paragraph 55
Ich mache das hier mal auf der anderen Seite auf. Messwerterhebung Strom. Da wird in Nummer 2, das sind die Kunden bis 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Dort wird das Wort Zählerstandsgang Messung hier am Ende ergänzt mit oder soweit vorhanden durch eine viertelstündige registrierte Lastgangmessung. Das heißt nur, dass wir jetzt im Messstellenbetriebsgesetz festlegen, dass die Kunden, die vor allem ein bisschen weniger als 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch haben, sollten sie jetzt bereits eine Lastgangmessung vor Ort haben, also einen RLM-Zähler haben, sollte der jetzt bereits drin sein, obwohl sie weniger als 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch haben, was selten vorkommt, aber vorkommt, dann ist das zulässig und dann muss dort jetzt nicht sofort ein intelligentes Messsystem eingebaut werden, sondern darf vorerst die registrierende Lastgangmessung weiterhin laufen. Also nur bei den besonderen Fällen, bei denen jetzt schon ein Kunde mit etwas weniger als 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch trotzdem eine registrierende Lastgangmessung hat, da ist das jetzt auch weiterhin zulässig und muss nicht zeitnah durch ein intelligentes Messsystem ersetzt werden. So. Dann gibt es weitere redaktionelle Anpassungen, dass nämlich die bisher übliche Formulierung unterbrechbare Einrichtung durch steuerbare Anlage, Einrichtungen, was auch immer, ersetzt wird. Also das passiert an mehreren Stellen. Dann nochmal das mit dem Paragraph 53, der jetzt nur hier nochmal redaktionell angepasst wird. Die Formulierung der Bilanzkoordination wird dann nochmal ein bisschen klarer gemacht, einschließlich der Überwachung der Bilanzkreistreue, bla bla, weil hier natürlich auch Aufgaben von Übertragungsnetzbetreibern mitformuliert werden im Messstellenbetriebsgesetz. Und weitere leichte redaktionelle Anpassungen, die sind alle nicht weltbewegend. So, wenn man sich das so anschaut, könnte man denken, naja, dann war es das wohl schon. Viel mehr passiert gar nicht im Messstellenbetriebsgesetz. Weil dann geht es ja schon weiter mit anderen Punkten. Wir kommen gleich wieder zum Messstellenbetriebsgesetz. Nur zur Vollständigkeit. Dann Artikel 11, EEG, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, auch nochmal kleine Sachen, Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, vor allem nochmal zeitliche Anpassungen in der Entwicklung, die wir hier machen wollen, Energieleitungsausbau, Beschleunigungsgesetz und dann nochmal in Kraft treten. Der meiste Teil relativ unmittelbar und dann nochmal der eine Teil, der sich mit dem Redispatch nochmal vor allem befasst, zum 1. Oktober. So. Wie gesagt, könnte man jetzt denken, wenn man sich hier Artikel 10 Messstellenbetriebsgesetz angeschaut hat, ist da nicht so besonders viel passiert und nichts zum Smart Meter Rollout gesagt wird. Aber es gibt ja auch noch die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses. Und da kommt dann die Magie. Wenn wir jetzt hier mal nach Artikel 10 suchen, dann kommt jetzt nämlich hier nicht was Neues. Unter anderem auch noch weitere Ergänzungen, hier Änderungen der Marktstammdatenregisterverordnung und Punkte. Da ist noch viel mehr drin, wenn euch sowas interessiert. Schaut euch diese beiden Dokumente an. Wir verlinken die natürlich unten in der Videobeschreibung, auch zusammen mit dem Gesamtartikel des Bundestags. Jedenfalls ist dann gestern also hier auch im Bundestag beschlossen worden, was man teilweise schon gehört hat aus den Ausschüssen, die sich da ja nun getroffen haben. Und es gibt eine relativ klare Aussage nun zum Smart Meter Rollout und ob der nun weiterlaufen kann oder nicht. Und zwar, Artikel 10 wird wie folgt noch geändert. Und zwar kommen dann noch so kleine redaktionelle Anpassungen, noch nicht so weltbewegend. Aber dann, Paragraph 19 und Paragraph 19, da horchen wir nämlich auf. Paragraph 19 sagt, allgemeine Anforderungen an Messsysteme. Das könnte etwas mit der Zertifizierung zu tun haben. Okay, intelligente Messsysteme, die aufgrund einer Feststellung des Bundesamtes eingebaut worden sind oder eingebaut werden, jetzt gerade, dürfen. Jetzt kommt's. Und das ist ja ein neuer Punkt, der wird hier unten dran gemacht. So, die also jetzt auf Grundlage des BSIs eingebaut werden, dürfen, wenn sich die Feststellung der Einbaufähigkeit nachträglich als rechtswidrig oder nichtig erweist oder aufgehoben wird, trotzdem weiter genutzt oder neu eingebaut werden, soweit das BSI unverzüglich feststellt, dass es keine unverhältnismäßige Gefahren gibt, dass Zertifikate zu erwarten sind, innerhalb eines Jahres kommen. Alles klar. Damit wird tatsächlich dieses Dilemma gelöst, was wir nun hatten durch diese Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht, in der ja nun dann nicht mehr klar war, sind denn die Zertifizierungen, die Gerätezertifizierungen, die in den letzten Jahren dann nach und nach zusammenkamen, sind die denn überhaupt zulässig? Was machen wir denn mit den Geräten? Was machen wir mit den Geräten, die wir schon gekauft haben, als zum Beispiel als Messstellenbetreiber? Und jetzt wird hier also gesagt, nochmal zusammengefasst, in einem neuen Absatz, der hier also praktisch drunter gefügt wird in diesem Paragraph 19, wenn sich die Feststellung nachträglich als rechtswidrig, nichtig oder aufgehoben erweist,
dann dürfen die Geräte weiter genutzt und neu eingebaut werden, solange das BSI sagt, dass es in Ordnung ist. Fantastisch, das steht dann nun im Gesetz. Und damit ist alles geklärt. Ja, also damit ist der Bestandsschutz der alten Geräte sowieso gegeben, weil die sind damit geheilt. Ne? Damit dürfen die, weil das BSI gesagt hat, alles in Ordnung, dürfen die eingebaut werden. Fantastisch. Aber es geht noch weiter. Nicht, dass wir hier schon fertig wären. So, dann geht es also weiter. Paragraph 21 wird wie folgt geändert. Und Paragraph 21 ist dann Mindestanforderungen an intelligente Messsysteme. Hahaha, das könnte auch was mit der Zertifizierung zu tun haben. So. Und hier ist dann vor allem dieser Punkt zu sehen, ne? Nach dem Stand der Technik, nach Maßgabe des Paragraph 22. So, dieser Stand der Technik, der muss ja nun von irgendjemandem definiert werden. So. Und die Mindestanforderung an intelligente Messsysteme wird dann also praktisch nach Stand der Technik, die von irgendjemandem dann behauptet wird, angenommen. So. Und wenn wir dann entsprechend weitergehen, zum Paragraph 22. Kaum überraschend kommen wir dann zum Paragraph 22. Mindestanforderungen an das Smart Meter Gateway ist durch Schutzprofil und technische Richtlinien. Das ist genau der Streitpunkt, an dem nun dieser Rollout-Stop zustande kam. Hier wird dann nun also gesagt, na, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wo dann hier nämlich in Absatz 2, Satz 1, so, Einhaltung des Standes der Technik wird vermutet, wenn in der Anlage aufgeführte Schutzprofile und technische Richtlinien des Bundes BSI in der jeweils geltenden Fassung oder deren Weiterentwicklungen eingehalten werden. So, und das soll jetzt also Folgendes aussagen. Im Großen und Ganzen, einfach zusammengefasst. Solange das BSI Geräte zertifiziert, anhand der Anlage 7, die sie bisher genutzt haben, als Grundlage der Gerätezertifizierung, ist das jetzt Stand der Technik und ist das jetzt zulässig. Diese berechtigte Kritik der Kläger damals, dass die Zertifizierung der Geräte nicht auf Grundlage der Funktion, die im Gesetz gefordert werden, stattfindet, sondern auf Grundlage der Anlage 7, die halt bestimmte definierte Fähigkeiten verlangt. Das ist jetzt zulässig. Im Nachhinein wird das jetzt als die neue gesetzliche Grundlage formuliert. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich einen kleinen Schritt zurück und sagen, wir wollen ja gar nicht alle Funktionen des Smart Meterings, die wir eigentlich erwarten. Wir wollen nur das, wovon das BSI sagt, dass es jetzt gerade Stand der Technik ist und ausreicht. Und das löst natürlich dieses Rollout-Dilemma. Und damit ist einfach ausgedrückt diese Frage, die seit Monaten umhergeht, wie man nun weiter umgeht mit dem Smart Meter Rollout, ganz einfach gelöst. Genauso wie vorher. Man macht den Rollout so, wie er vorher geplant war. Man kann das einfach weitermachen. Man muss das sogar weitermachen, wenn man zum Beispiel ein grundzuständiger Meshnet-Betreiber ist. Die Problemchen sind jetzt hier gelöst, indem das tatsächlich hier so schön angepasst wird. Und das zieht sich dann halt schlussendlich durch. Na, auch hier der Punkt technische Möglichkeit des Einbaus von intelligenten Messsystemen, Paragraph 30. Und da wird dann auch nochmal was angepasst. Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Dies feststellt, wenn das BSI also die Möglichkeit insgesamt oder zeitversetzt für die genannten Einbaugruppen feststellt. Und zwar also hier. An dieser Stelle wird das eingefügt. Also die Ausstattung von Messstellen mit dem intelligenten Messsystem ist technisch möglich, wenn mindestens drei voneinander unabhängige Unternehmen intelligente Messsysteme am Markt anbieten, die den Einsatzbereich des Smart Meter Gateways orientierten Vorgaben genügen und das BSI dies insgesamt oder zeitversetzt für die jeweils bla 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 genannten Einbaufallgruppen und Untergruppen davon feststellt. Hier wird also nochmal gesagt, der Einbau ist dann möglich, wenn das BSI sagt, dass es so ist. Unabhängig davon, was vorher im Gesetz geregelt war und was wir vorher eigentlich erwartet haben, ist nun die Gesetzesfassung ganz einfach, nämlich das BSI hat recht. So. Und damit ist der Smart Meter Rollout gerettet und er darf genauso weiterlaufen, wie er bisher ursprünglich geplant war. Tja,
läuft. Na, also auf diese Weise kann der Smart Meter Overlord einfach weitergehen. Noch ein paar weitere, vor allem redaktionelle Anpassungen oder Anpassungen, die diese gesamte Regelung nun hier klarstellen, die diese Heilung praktisch hier reinbringen. Und damit ist das nun gesetzt. Der Rollout darf weiterlaufen. Gar fantastisch. Naja, zumindest freut mich die Klarheit, die damit nun gegeben ist, auch wenn das Ganze, wie vorhin erwähnt, praktisch am 24. Juni abends im Bundestag dann mal irgendwann beschlossen wurde, als ein Teil von hunderten Tagesordnungspunkten, selbst im Energiebereich waren es Dutzende Tagesordnungspunkte, die hier dran kamen. Ich habe nur ein paar andere Gesetze noch aufgerufen, die mit verhandelt worden sind. Und es gab noch so viel mehr. Ja? Nur das waren so die energiewirtschaftlichen Sachen. Wir werden ein paar davon bestimmt auch noch ansprechen. Der Smart Meter Rollout ist damit jedenfalls nun geklärt. Ja, okay. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches dazu? Dann gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten freut euch darüber, dass das Smart Meter Rollout einfach weitergeht, wie ursprünglich nun geplant gewesen. Tja, läuft. Alles klar. Daumen nach oben bitte. Also like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr die nächsten Videos auch nicht verpassen wollt. Und dann weitermachen mit dem Rollout. Super, ne? Bis zum nächsten Mal. Hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.